Moin, liebe Freunde, und herzlich willkommen ja zu einer neuen Real-Life-Folge hier auf meinem Kanal des Podcast-Profis. Ja, wie ihr seht, bin ich gerade unterwegs am Krüppeln und naja, das ist ein bisschen dunkel. Sieht auch ein bisschen, ist richtig diesig. Es ist ja jetzt auch die Zeit, dass ich eben dunkeln zur Arbeit fahre und meistens dann auch im Dunkeln nach Hause komme. Aber ich denke mal, ihr könnt mich auch soweit noch schon erkennen. Ne? Okay, doch mal. Heute mal Montag. Neue Woche, neues Glück, würde ich mal sagen. Immer rein. Und heute wollte ich euch mal was zeigen, was mir lange Zeit mal wieder über den Weg gelaufen ist. Also so ein verwirrter LKW-Fahrer kann man nicht sagen. Gehen wir mal gleich mal drauf ein. Vorab schon mal eine Info an euch. Ich habe mir mal so eine spontane Aktion überlegt, dass wir mal so ein Mini-Gewinnspiel, also Mini-Advents-Gewinnspiel machen. Und das bedeutet, dass man an jedem Adventstag, also ersten, zweiten, dritten oder vierten Adventstag, was gewinnen kann. Und wie das Ganze aussieht, werde ich euch dann, oder wie ich mir das halt vorstelle, werdet ihr dann im separaten Video dann erfahren. Werde ich dann nochmal im separaten Video erklären. Und das werde ich dann wahrscheinlich am Mittwoch dann hochladen. Und da machen wir so mal eine spontane Aktion. Weil, wie gesagt, wie ich auch schon oft genug gesagt habe, wenn man eine Community hat, dann sollte man auch mit der Community was machen, was unternehmen. Ihr Lümmel. gut. Wie gesagt, ist mir einer über den Weg gelaufen, der. Muss aber ein bisschen dunkel jetzt, ne? Mal ein bisschen lichter machen. Ist aber zu hell, oder? Zu hell? Oh ja, ein bisschen zu hell. Naja, da geht aber so. Mir ist einer über den Weg gelaufen, der, keine Ahnung, verwirrend scheint aber nicht zu sein, gewesen zu sein. Ein Anfänger, ja, könnte auch ein Anfänger gewesen sein. Könnte aber auch ein Quereinsteiger gewesen sein. Also Quereinsteiger bedeutet halt, dass jemand schon längere Zeit, auf längere Sicht schon LKW-Führerschein hat, aber lange Zeit kein LKW mehr gefahren ist. Ne? Das kann natürlich auch sein. Ne? Oder halt ein Rentner, ne? Der ab und zu mal nur fährt. Ne? Kann auch sein, dass es ein Rentner war, weil das war ja schon ein ziemlich älterer Mann. Und der hat stolze 18 Minuten fast gebraucht, um die Ausfahrt rauszufahren. Also bei meinem Kunden, also beziehungsweise wo ich die letzte Tour fahre, beim Kunden, die haben umgebaut, also beziehungsweise die sind jetzt noch am Umbauen. Die bauen so eine separate Warenannahme und bei der Ausfahrt haben sie so eine Insel gebaut und da muss man immer zwischen die Insel dann durchfahren quasi, um rauszufahren. Ne? Und genau da hat er 18 Minuten gebraucht. 18 Minuten, um da rauszukommen. Und ich war auch schon kurz davor gewesen, auszusteigen und den LKW selber aus der Ausfahrt rauszufahren. Aber dann hat er es aber doch noch geschafft. Also 18 Minuten, aber ich blende euch das gleich mal ein, aber ich habe aber nicht die ganzen 18 Minuten aufgenommen, um Gottes Willen. Ich habe nur eine Minute oder was aufgenommen oder zwei. Und weil das ging immer hin und her, also immer das Gleiche. Immer einmal vorgefahren, dann wieder zurück, dann wieder vor, dann wieder zurück, dann wieder vor, dann wieder zurück. Und das geht mir lang, ging mir so langsam auf den Sack, weil ich will ja auch nicht mal nach Hause. Ne? Und wie gesagt, und kurz bevor ich dann aussteigen wollte und ihnen dann helfen wollte, hat das doch noch geschafft. Und das Video blende ich euch mal ein. Und bitteschön. Mal rein. Oh Mann, ey, leck mich doch am Arsch. Was ist jetzt so schwer daran, hier rauszufahren? Das ist doch nicht so schwer, hier rauszufahren. Was ist da los? Was macht ihr denn da?
Der hängt jetzt seit 10 Minuten, hängt er jetzt hier an der Ausfahrt. Oder seit Viertelstunde. Und das kann doch nicht wahr sein. Soll ich das nochmal machen oder was? Was soll, mein Gott, ey. Oh, 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 oh. Du musst mehr ausholen. Junge, 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 Junge. Das kommt aber raus, wenn man keinen LKW fahren kann. Das gibt's doch gar nicht. Das gibt's nicht, ne? Was ist denn so schwer daran? Was ist denn so schwer daran? Der braucht ja nur ein bisschen mehr ausholen. Mehr ist das doch gar nicht. Junge, Junge, Junge. Seit Viertelstunde macht er jetzt hier schon dieses Berenzchen. Ja, ich glaube, ich muss mal raus und den LKW mal rausfahren da. Das kann ich mir auch nicht mal angucken da. Mann, 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 leck mich am Arsch. Also, der Chef hier von dem, der sollte mal überlegen, ob er den Fahrer noch hier fahren lässt. Jetzt fährt er zurück, jetzt lässt er uns erstmal raus, oder was? Weil er jetzt nicht rauskommt, ne, dann weiß ich aber auch nicht mehr. Fahr doch rechts raus da, Mensch! Oh, endlich, ey, leck mich am Arsch. Nach Viertelstunde. Alles klar. Ja, habt ihr gesehen, ne? 18 Minuten lang, das gedauert was. Und am Ende hat er es dann noch gesagt. Und der Mann, den ihr gehört habt, das war der Pförtner. Auf der linken Seite ist dieses Pförtnerhäuschen da. Und da sitzt er immer drin, der Pförtner. Und das war der Pförtner, den ihr da gehört habt. Ne? Und, sowas hat man im Nahverkehr ganz, ganz, ganz selten. Also ich habe das noch nicht gehabt, solange ich jetzt hier fahre. Ich fahre jetzt schon seit 2,5 Jahren hier bei meinem Chef. Und da habe ich das noch nie gehabt, das allererste Mal. Aber wenn man im Fernverkehr fährt, dann ist die Wahrscheinlichkeit natürlich höher, dass man solche Leute mal öfter trifft. Ne? Aber ist ja auch nicht schlimm. Ne? Weil ich habe damals ja auch mal angefangen. Ne? Damals gab es natürlich die Ausbildung. Ne? Damals gab es das ja noch nicht. Ich bin einfach zur Fahrschule gegangen und Führerschein gemacht und dann ab auf den Bock und dann los knüppeln. Ne? Und und heute muss man eine Ausbildung machen. Und jeder fängt mal neu an. Ich habe damals auch neu angefangen und ich musste aber auch erstmal Erfahrungen sammeln. Ne? Und da war es für mich auch nicht damals nicht einfach, sag ich mal, in engen Gassen durchzukommen oder in engen Straßen reinzukommen oder mit Rangieren habe ich auch oft Probleme gehabt am Anfang. Das ist aber normal. Ne? Das ist ganz normal, ne? Wenn man anfängt. Ne? Das ist ja nichts Schlimmes, ne? Weil die Erfahrung muss man ja auch erstmal sammeln. Das dauert halt. Das geht ja nicht von heute auf morgen. Das geht ja auch nicht in ein paar Wochen. Das ist genauso wie auf dem Felsbrot. Das dauert auch erstmal, bis man da die ganze Sache zusammenknüppeln, ne? Oder zusammengeknüppelt haben, ne? Und bis man da was kaufen können. Ne? Das dauert auch, ist halt so. Ne? Und im Real-Life ist es genau dasselbe. Ne? Ja, wie gesagt, also ja, das dann doch noch am Ende geschafft und ich konnte dann auf jeden Fall nach Hause. Na gut. Ja, wie am Anfang schon gesagt hatte, das Video mit der Adventsaktion kommt dann Mittwoch. Da werde ich das genauer nochmal erklären. Ich kann schon mal vorab sagen, diejenigen, die mitmachen möchten, die müssen im Discord sein. Ne? Also die im Discord. Die müssen im Discord sein, um an dem Gewinnspiel dran teilzunehmen. Wieso, weshalb, warum, erkläre ich dann auch am Mittwoch. Ne? Ja, so
soweit, so gut. Das war es erstmal von meiner Seite hier. Und ja, es kommt dann später auch nochmal das eine oder andere Video, wo ich dann euch das ein bisschen was von der Tour zeige. Ne? Heute war es mal nicht so, ne? Aber das kommt dann später dann auch nochmal irgendwann. Ne? Aber mein Kanal verändert sich ja ab nächstes Jahr sowieso ein bisschen. Alles entspannt. Gut, alles klar. Ich bin jetzt mal raus heute. Nö, ich fahre jetzt mal heim. Und dann ein bisschen schön was essen. Und dann sehen wir uns dann morgen im... Ja, morgen würde ich sagen Livestream. Und Mittwoch spätestens dann das Info-Video mit dem Adventskit mitspielen. Ne? So, Links findet ihr immer wieder, wie immer, unten drin in der Videobeschreibung. Und ja, ich bin jetzt mal raus für heute. Jubelt nicht mehr so viel. Ne? Wir sehen uns dann morgen. Alles klar, ich bin dann mal raus und bis zum nächsten Mal. Immer kribbeln, immer ran. Bis dann, ciao.